even get to cross. Hey yo, was geht? Hier ist euer Rap Marek. Ja, ganz kleines Infovideo. Das Problem ist, dass ja, viele gesehen haben, wo sie denn heute installiert haben, GTA, gab es ja das Problem, diese ja, Online-Erweiterung konnte man nicht installieren wegen irgendeinem Fehlercode oder so ein Scheiß. Ja, wie ihr das umgeht, also allgemein, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt eben. Ihr müsst GTA nochmal deinstallieren, wegmachen, komplett wegmachen. Wie das geht, ich habe es jetzt auch nur so am Rande gemacht, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, wie das war. Ihr müsst auch, glaube ich, auf PlayStation Store und dann halt auf Bibliothek war das, glaube ich, ja, ich glaube schon. Ja, da und dann halt wegmachen. Und wenn ihr das dann halt komplett weggemacht habt, das Spiel, komplett alles ist weg, dann geht ihr bei und installiert das nochmal von vorne, wie ich es jetzt gerade mache. So, nochmal zu sehen. Na, jetzt macht er das Scheiß auf. So. So, jetzt 31%, alles klar. Jetzt könnt ihr das Add-on installieren. Nämlich während der Installation geht das nur. Ihr könnt nicht, während es installiert ist, schon danach das Add-on installieren. Das geht nicht. Da kam immer bei mir der Fehlercode. Das habe ich gerade erst rausgekriegt, dass das nicht so möglich ist. Ihr müsst also das Spiel während der Installation müsst ihr diesen Add-on für online installieren. Währenddessen. Ja, und eigentlich sollte das dann zu 100% klappen. Also Leute, macht es so, wie ich das gemacht habe. Also Leute, haut rein. Ciao. 1, 2, 3.